Also? Oh ja, ich habe ihn hochkommen sehen, der ist nicht klein. Oh, das ist eine richtige Kalotte drin. Mein Gott. Das ist ein guter Hoffentlich Fisch. Hoffentlich geht das gut. Hoffentlich geht das, das gut. Geht. Hallo, liebe Angelfreunde, ich begrüße euch zu einem neuen Angelvideo auf Big Fish Media. Diesmal sind wir schon am Ende unseres Angeltrips angelangt. Ich bin bei Markus Müller von der irischen Fischereibehörde, habe ihn mal wieder besucht. Wir sind ja in den letzten Jahren häufig da gewesen. Letztes Jahr konnte ich nicht, da war der Ewald alleine da, weil ich hatte einen Radunfall und habe im Krankenhaus gelegen. Das war sehr tragisch. Und dieses Jahr ist es umgekehrt, denn ich bin ohne den Ewald da. Aber diesmal ist der Grund ein freudigerer, denn der Ewald wird Papa und kann deshalb nicht mitkommen. Und von dieser Stelle schon mal alles Gute, dass das alles klappt. Alles Gute. Genau, und deshalb bin ich jetzt alleine bei Markus in Irland. Und aber Irland trifft es nicht so ganz. Ne? Nee, wir müssen das ein bisschen präzisieren hier, Gregor. Und zwar sind wir ausnahmsweise mal im Norden, in Nordirland. Genau. Aber ich glaube, als du hergekommen bist, hast du es gar nicht gemerkt, dass du über die Grenze gekommen genau. bist. Genau, und es ist ja sogar eine EU-Außengrenze. Genau. Und ich dachte, da steht dann ein Schild oder sonst was, aber gar nichts. Nix. Also es steht nicht mal, wie man, wenn man von Deutschland nach Holland fährt, da steht wenigstens noch ein Schild. Nee. Aber hier ist gar nichts. Gar nichts. Grüne Grenze war aber nicht immer so. In den 80er Jahren war das noch eine ganz andere Geschichte. Mit Wachturm und Wachtürme, Zaun. Militär, Zaun. Und zum Glück haben wir mittlerweile die grüne Grenze. Und, das macht das Angeln einfach. Macht das Angeln einfach. Du kannst diesseits und jenseits der Grenze fischen, sowohl in der Republik Irland als auch, wie wir hier heute, und die letzte Woche am Lower Loch Earn in Nordirland. Das ist ein sehr großer See, ne? Ja. Ich habe das schon gesehen und das ist keine kleine Hausnummer, einer der größeren Seen in Irland. Ja, zählt zu den drei größten Seen in Irland, ein Riesensee mit unwahrscheinlich Potenzial und das haben wir ja auch schon ein bisschen kennengelernt. Genau, ne? Und jetzt haben wir schon mal erstmal genug erzählt, jetzt gibt es schon mal ein paar Angelszenen hier, was wir hier auf dem See erlebt haben. Es wird am Ende so richtig heftig. Jetzt gibt es schon mal die ersten Szenen und da wünschen wir euch viel Spaß dabei. Ist gemacht, ne? Definitiv. Ne? Petri. Alles klar, schauen wir mal. Ja. Na? Mach doch was. Oh ja. Oh ja. Hier an der Kante, siehst du? Ja, ja. Wieder auf Streamer. Ja, wieder auf Streamer. Guter Fisch. Guter Fisch. Oh ja. Beim Absinken hat er genommen. Und der schöne direkte Kontakt mit der Fliegenrute? Ja, das ist natürlich. Dass ich die Schnur auf die Rolle krieg. Gucken wir mal. Pass auf mit der Fliegenrute da. Ah! Weg? Weg. Oh, schade. Guter Fisch. Ja, der war schon besser. Guter Fisch, hat gut gekämpft, aber leider
ausgestiegen. Schade. Kann man ja nichts machen. Hier, den hat er genommen, den Fire Tiger. Naja, schade. Schade, war ein Mal bleibt er hängen. War ein guter Fisch, aber immerhin ein bisschen Action. So, jetzt erster Fisch auch bei mir hier. Ich habe ihn schon am Ufer oder am Boot jetzt, kein großer, aber Fisch ist Fisch, eingenetzt. Jawohl. Den holen wir raus, gucken wir mal. Ja, da ist er. Nicht der größte, aber es macht unheimlich Laune hier. Richtig schönes Gewässer, herrliche Natur und die Fische spielen auch mit. Dampfhamse. Doch vielleicht kein ganz so schlechter Fisch. Der hat sich erst nicht so gut angefühlt. Nee, der hat sich erst. Und jetzt. Wenn ich noch erstmal über die Hand. Steht da jetzt auch richtig gut drin hier. Der geht schon. Kann man lassen. Gut. Die haben Kraft. Guck dir das an, so. Guck dir das an, was die eine Kraft haben. Unglaublich. Boah, das Wetter wird immer mieser. Immer mieser. Wenn wir den Boot kriegen, sind wir happy. Oh ja, der ist wirklich kein gut. Kein schlechter Fisch. Der ist wirklich gut. Kein schlechter Fisch. Oh ja. Petri! Da geil! Ist er. Geil! Das ist Guck dir das Krokodil Fisch. An hier. Ha? Das ist wirklich ein guter ne? Fisch. Dazu ja. Kann man schon Hecht sagen. Kann man Hecht zu sagen. Nordirischer Hecht, Lower Loch Earn, hat den Fire Tiger verhaftet und wirklich hammerhart gekämpft. Ne? Geil hier. Guter Fisch. Mega. Super. Ja. So wie hier in Irland üblich, zur Bestandserhaltung. Ui. Schon weg? Nee, noch nicht. Release. Hier ist er. Auch ein bisschen und dann kommt er weg. Wenn er dir aus der Hand schwimmt, na, er kommt schon. Er hat auch im Drill ordentlich was gemacht. Der, hat, das muss der man musste ja ein bisschen sagen. Was ab. Ja, genau. Warten wir mal. Ich dachte, der wäre größer als 90. Ja, die haben die irischen Hechte, die haben richtig Dampf. Ah, er kommt schon. Er will schon weg. Aber es ist wichtig, das lange genug zu machen. Oft sieht man, dass die Angler zu schnell releasen. Und man muss schon selber aus der Hand schwimmen. Der kommt. So. Wunderbar. Du hast den Vogel abgeschossen, Marc. Ne? Mega. Jo, haben wir uns Mark da ein. Wirklich, wirklich verdient. Ne? Ja. Ja, Wetter durchwachsen. Ja. Aber wir haben es gemacht. Wir haben es gemacht. Ne? Geil. Also. So, jetzt habt ihr schon mal ein paar Angelszenen hier gesehen auf dem See. Es wird noch heftiger, das kann ich euch versprechen. Aber wenn man in Irland bzw. in Nordirland ist, dann sollte man halt nicht nur angeln, sondern das Land hat ja wirklich eine Menge zu bieten. Und dann sollte man noch mal ein bisschen rumfahren und sich was angucken. Und das haben wir auch gemacht. Das haben wir gemacht, weil es ist wirklich so viel zu sehen. Wir sind nah an der Küste. Wir haben den Wild Atlantic Way, eine ganz tolle Küstenstraße. Hier haben wir die höchsten, eine der höchsten Klippen in Europa. Die kann man hier war sich angucken. Sehr war sehr beeindruckend, war ganz toll. Wir haben Kultur, wir haben alte Burgen, Schlösser, uralte Friedhöfe. Aber auch nicht zu vergessen,
Auch ein Pubbesuch lohnt sich immer. Oft spielt dann auch die traditionelle Musik, haben wir auch gesehen. Ganz tolle Sache. Und natürlich darf das Pint Guinness auch nicht fehlen. Wenn man es mag, dann darf es nicht fehlen. Wir haben das natürlich gemacht und nehmen euch jetzt mal mit, weil wir haben auch gefilmt dabei. Dann könnt ihr euch mal so ein bisschen Irland-Kultur geben und das zeigen wir euch jetzt. Egal mit welchem Köder ihr hier angelt, hier gibt es wirklich tausende Hotspots im See und es ist halt wichtig, dass ihr mit dem Köder dann vor den Krautfeldern fischt oder die zahlreichen Inseln dann anfischt, Ufer anwerfen. Es gibt da hinten, seht ihr auch, Schilffelder, die könnt ihr anwerfen, also die Anzahl an Stellen, die ihr hier befischen könnt, es ist einfach unglaublich, unheimliche Vielfalt hier und überall könnte ja ein Hecht lauern, das heißt hier könnt ihr Jahre angeln und habt noch nicht alle Hotspots abgeangelt. Also ist wirklich eine Vielfalt, krasse Nummer hier und wirklich auch großes Gewässer, könnt euch richtig austoben hier. Take gesehen. Ich fass es nicht. Man sagt ja häufig, dass der Spinnköder besser ist.
als der Streamer oder die Fliege. Das ist heute nicht so. Hast du den Take gesehen? Er hat richtig einen Schwall. Hat er das Ding verhaftet. Hier in dem Kraut ist natürlich schwieriger. Inhaliert da. Ja, die Abendstunden scheinen jetzt richtig gut zu sein. Jo. Also für dich zumindest. Ja, gut. Der hat das Ding ja gewollt. Schöner Oberflächen-Take war das. Wollte ich gerade sagen, du hast ja kaum ausgeworfen. Nee. Also nicht geführt eigentlich. Gleich so richtig, oben, ne? Genommen auch. Mal gucken, was wir hier haben. Auf jeden Fall ist das kein schlechter Fisch. Aber gut, dass wir hier geblieben sind, ne? Ja, ja, definitiv. Da hatten wir einen guten Riecher. Das Boot, das können wir nicht zulassen. Das können wir nicht zulassen. Mal gucken, was wir hier haben. Also das ist dann wirklich sprichwörtlich, sagen ja viele, ja, der ist gar nicht so viel größer wie der andere. Ja, aber das ist ein guter Fisch. Guter Fisch, da ist er. Ja. Ja. Auch wieder ein schöner, ne? Schön, echt. Aber was die einen Dampf haben. Na, ja, gut, Wasser ist jetzt auch ein bisschen kälter. Ich glaube, ich reiche dir mal den Kescher. Das wäre sehr schön. Kescher liegt bereit. Kescher liegt bereit. Es muss nur noch der Fisch rein. Ich denke, das kriegen wir doch hin. Petri, da also ist er, der Nächste. Ich bin ja perplex, wie du das mit dem Streamer, ja, hier rockst. Ne? Wahnsinn! Ein Wahnsinn! Ein hier. Wahnsinn, da ist der Nächste. Ja, ich habe halt gedacht, ich wechsle mal den Streamer. Mega. Auf eine Tube. Haben jetzt zweimal drüber gefischt und da hatte ich die gleiche Fliege, jetzt mal nur mal größer und bumm. Wirklich gut. Toller Fisch, ne? Ja. Traum. Ich sag nichts mehr. Du sagst nichts mehr, ne? Ich sag nichts mehr. Hast du mittlerweile Vertrauen in die Fliege? Ja, ich kann's ja nicht. So. Aber ist schon verrückt, ne? Den ganzen Tag haben wir uns schwer getan und jetzt geht das hier wie geschnitten Brot. Kam der Nächste. Wieder ein guter. Und die haben eine Kraft. Auch wieder ungefähr das gleiche Kaliber. Auch eingenetzt. Auch eingenetzt. Und wieder so ein schöner. Wieder so eine. Schöne Hechtdame, guck dir das an hier. Mann, ne? Mann, du schießt den Vogel, ne? Hier, Hammer, den Hecht, ne? Ab hier. Das kann ja nicht sein. Ein Wahnsinnspotenzial, das Gewässer. Unfassbar, hier auch, ne? Unfassbar. Und alles schöne große Fische. Ne? So, wir haben uns stetig gesteigert hier. Ja. 92, 95 und jetzt haben wir den Meter, ist der Meter gefallen. Den Meter geknackt, ne? Mega. In den Abendstunden. So, jetzt kommt es aber auch schon wieder rein. So, jetzt hat auch bei mir gescheppert. Ich muss aber zugeben, dass ich auf eine Fliege gewechselt bin. Oder was ist das? Ja, ist eine Fliege. Am Spirulino. Ja. Weil der Markus so damit abgeräumt hat. Und jetzt geht's auch bei mir hier. Ja. Wie das am Köder dann doch mal liegen kann. Mein Wobbler ist ja gut. Aber Markus hat recht gehabt und gesagt, mach das mal drauf. Ui. Nimmt auch gut Schnur, ne? Ja, ja. Wir haben den noch hochkommen sehen und Markus meinte, wirf mal hin.
habe ich gemacht und ich glaube, jetzt hängt er fest ein bisschen. Nee, hier. Hängt. Nee. Musst du schon. Eieieiei. Jetzt darf ich den nur nicht verlieren. Ein ordentlicher, glaube ich. Ja, ne? Also klein ist der nicht. Guck mal. Oh. Also. Oh ja, ich habe ihn hochkommen sehen, der ist nicht klein. Oh, das ist ein richtiger Kalotte, du. Mein Gott. Das ist ein guter Hoffentlich Fisch. Hoffentlich geht das gut. Hoffentlich geht das, das gut. Das geht gut. Uiuiui. Jetzt geht mir die Pumpe so ein bisschen hier. Na ja. Ich glaube, gleich kommt er hoch, dann. Boah. Jesus Maria. Gucken, dass ich hier nicht in deine Route reinkomme. Ja, gehst du hinten raus. Oh, die haben aber auch Dampf hier. Die haben Dampf. Ich dachte erst, das ist ein etwas kleinerer, aber jetzt, und ich habe ihn ja schon gesehen, der ist wirklich nicht schlecht. Da kommt er. Da kommt er. Jesus Kingers. Also ich hole mir schon mal den Kescher hier zu. Vorsicht, ja, hast du ihn? Doch, du stehst drauf. Sehr ja. gut. So, ich okay. lege mir den schon mal hier hin. Boah, mir geht die Pumpe hier. Das wäre mein erster schöner irischer Hecht. Boah. Ah, es ist ein U-Boot. Warte, er ist noch nicht fertig. Nee. Oh, oh. Eieieiei. Das dauert noch ein bisschen. Ich will jetzt auch nicht zu viel Druck nee. Machen. Geht noch nicht. Geht noch nicht. Boah. Aber jetzt. Ich versuche es. Ja, der ist mir reingeschwommen. Yes, ja, yes. Geil. Was ein Klopper hier. Geil. Oh, wie geil ist das denn? Boah, den müssen wir rausholen. Markus, mach die Kamera mal aus. Den müssen wir erstmal rausholen. Hammer. Boah. Warte, ich will nur mal gucken hier. Ja, guck mal, das hat einen echten breiten Rücken. Boah, ich glaube, das ist unser bester sogar. Das wäre es ja noch. Ne, Hammer, oder? Geil. Absolut geil. Köderwechsel und Bingo. Und Bingo, aber richtig Bingo. Aber richtig Bingo. Lauf, lauf, lauf. Leute, guckt euch das an. Boah, ist das eine Kanone. Ist das geil. Köderwechsel und dann, ich habe schon ein bisschen an mir gezweifelt. Und dann so ein Megafisch. Ja. Geil. Absolut geil. Fliege am Spirulino. Hätte ich nicht gedacht. Hammerfisch. Ja, total. Und wie lang war er jetzt? 1,6 Meter hast du gesagt, ne? 1,6 Meter, ne? Boah. Warte mal, ich bin hier ein bisschen im Schatten. So, super. 1,6 Meter. Hammerfisch. Und jetzt kommt er auch schnell wieder rein, ne? Jawohl, auf jeden Fall. Super. Leute, was gibt's Geileres, als nach einem anstrengenden Drill und einem Angeltag auf dem Wasser hier im Whirlpool zu liegen? Ja, also top. Sucht seinesgleichen, glaube ich auch, was so Angellodge betrifft in Irland. Whirlpool oder Hot Tub, Steam Room und hier hinten eine Sauna. Da gehen wir gleich auch noch rein. 110 Grad, habe ich gehört. Oh. Also, ne? Herrlich. Genau. Dulrush Lodge hat das alles zu bieten, ist nicht zu verachten, wer es mag, also zum Entspannen eigentlich ganz nett, gerade bei den etwas kühleren Temperaturen, die wir auch hatten die Woche, oder? Ich finde es geil. Ja. Und zu der Lodge und zu den ganzen Unterkünften hier, wo man das hier alles erleben kann, dazu erzählen wir euch gleich jetzt was. Jo, und jetzt genießen wir erstmal den Hot Tub. Ne? Genau. Jo. Ihr habt es gesehen, wirklich ein Hechtparadies hier. Es gibt unzählige Stellen im See, die man befischen kann, an den Inseln. Also Inseln immer mal anwerfen oder auch mal dann mal diese Krautfelder. Die findet man auch, die sieht man an der Wasseroberfläche und dann geht es dahinter und dann wird es dann tiefer und dann da fischen. Also ihr könnt hier, euch hier anglerisch so richtig austoben. Und bevor wir hier noch auf das herrliche Drumherum mit der Unterkunft ein bisschen eingehen, noch ein paar Worte zum Angeln hier. Also Hechtparadies auf jeden Fall, aber ja, es gibt noch mehr her. Klar, ne? Hast gesehen, also der See ist ein Wahnsinnsrevier für den Hechtangler. Auch sehr gute Friedfischbestände hier im Lower Loch Earn. Aber wir sind eben in der Grenzregion, ja, und wir haben hier wirklich innerhalb von einer halben Stunde Autofahrt ein Dutzend anderer Gewässer über Lachsfluss. Tolle
Forellen sehen, die Mündung auf Meerforelle, ja, die gesamte Küste, eine tolle Küstenfischerei und ihr erinnert euch ja noch, ihr wart ja schon mal hier vor zwei Jahren. Stimmt. Nicht weit, ein Steinwurf von hier weg, haben wir die Bluefin-Tunas. Ja, ja. Also ein, es ist ein Wahnsinnsrevier einfach. Man kann hier alles machen, Süßwasser, Salzwasser, Süßwasser, Salzwasser. Alles nah beieinander. Genau. Und auch anglerfreundlich, ich habe das gesehen, es gibt überall die Schilder, da sind die Gewässer. Genau, ja. Und Lizenz ist auch kein Problem. Lizenz ist kein Problem, wir sind hier im Norden, unsere Kollegen von der nordirischen Fischereibehörde, da braucht man eine Lizenz zum Hecht- und Friedfischfischen. Mhm. Das ist anders in der Republik, da ist im Großen und Ganzen die Friedfisch- und Hechtangelei frei, aber die Lizenz hier ist auch erschwinglich. Und ansonsten braucht man nur für die Meerforelle und die Lachsfischerei noch eine Staatslizenz. Genau. Und für alle, die sich da weitere Infos holen wollen, wir blenden in der Videobeschreibung die Links ein zu den Webseiten, wo ihr die Scheine bekommt oder wo ihr euch Infos holen könnt. Klickt da drauf und dann bekommt ihr alle weiteren Infos. So, jetzt aber zur Unterkunft, zu dem ganzen Drumherum hier, denn das ist wirklich 1A, hier direkt am See. Schöne Unterkünfte, Markus, da gibt es nicht zu maulen, oder? Nee, zum Allerfeinsten. Wir sind hier in tollen Chalets untergebracht, en suite, ja, Laufweg zum Booten, eine Minute. Gute Leihboote, gute Motoren, Außenborder, Elektromotor, Echolot, alles, was man dabei, braucht. Alles, was das Herz Restaurant, hier. Eine tolle Lodge, Lunchpack haben uns die Betreiber mitgegeben. Die haben wir übrigens getroffen. Genau. Und vielleicht lassen wir die einfach nochmal zu Wort kommen. Die können dann noch ein paar Worte über ihr Anwesen hier verlieren. Genau. I'm here with the owners of Dulrush Fishing Lodge, Bridie and James. So we had a fantastic time here in your place, and the fishing was fantastic. Yeah, so just about the facilities you have here, Bridie, can you just explain what you have, what you can supply, the restaurant and stuff like that? Over the years, I think we have perfected the facilities that we have here for fishermen. First of all, we have our own private jetty and our own fleet of boats. We can provide guides if required, and all of the needs of the fisherman can be provided, like life jackets, if they require fishing gear, we can do all of that. Then when they return from the day's fishing, they can come and they can use our outdoor spa, which is comprised of steam room, sauna and hot tubs. Then on in the guest house, the main guest house, we have a restaurant and a bar, and we have 19 serviced bedrooms. And we also have, in addition to that, 5 self-catering lodges and 3 self-catering apartments. So the fishermen have a choice of accommodation. For those in the self-catering or in the house, we can also provide packed lunches if required. And I think we pretty much have, we know the fishermen's needs. We're dealing with them now for about 12, 13 years. And I think we have perfected the fisherman's holiday. That sounds incredible. So there is a big choice, self-catering or accommodation here in the main building, packed lunches, guides if required. So a one-stop shop. Also ihr habt gesehen, dem Anglerherz, das muss hier höher schlagen. Eine fantastische Location, Hot Tub, Spa Area, packed lunches, guiding. Also wirklich fantastisch. So, liebe Leute, noch ein paar Worte zum Angelgerät, was wir hier verwendet haben. Wenn ihr nach Irland fahrt und auf Hecht fischen wollt, dann müsst ihr ja auch wissen, was ihr mitnehmen könnt oder mitnehmen solltet. Ihr habt es gesehen, ich hatte Wobbler dabei, Markus, und habe ins Klo gegriffen, diesmal. Aber Wobbler sind natürlich gute Köder hier. Also Wobbler-Angeln ist auch der Standard. Ja, Wobbler, Jerkbaits, Gummifische, auch Großköder. Das ist natürlich klar für einen Spinnfischer absolut top. Das sollte dabei sein. Also wenn ihr hinfahrt, wir hatten hier noch ein paar französische Gäste, die haben sehr große Köder geschmissen. Ja. Die hatte ich jetzt nicht. Ich hatte so eine kleine Auswahl hier dabei, hier die Wobbler aus der Dojo Range. Das ist zum Beispiel ein großer Crankbait. Den kann man sehr gut, weil der sehr flach läuft, kann man sehr gut überm Kraut führen. Sowas solltet ihr dabei haben. Dann habe ich hier noch etwas größeren Wobbler dabei. Den kann man vielleicht auch mal schleppen oder als größeren Wobbler dann einsetzen. Dann hier solche schlanken Twitchbaits hatte ich dabei. Die habe ich gefischt. Da habe ich auch gefangen mit dem hier. Das sind auch Flachläufer, die man ganz gut überm Kraut führen kann. Das ist wirklich wichtig. Die solltet ihr auf jeden Fall dabei haben. Routentechnisch hatte ich jetzt hier die Hi-V2
von Ironclaw dabei. Das ist eigentlich eine Rute zum Zanderfischen. Medium Heavy, 20 bis 55 Gramm Wurfgewicht. Reicht aber für die Angelei hier voll aus. Und der Vorteil bei der ganzen Sache ist, man könnte natürlich auch ein Hechtprügel mitnehmen. Aber da man hier um die Ecke auch mehr Forellen angeln kann, wenn man das will. Und dafür ist natürlich so eine etwas leichtere Zanderrute dann besser geeignet als der dicke Hechtknüppel. Also ihr könnt natürlich auch beides mitnehmen, wenn ihr wollt. Das geht auch. Top Allround-Route für die Fischerei. Das ist das, womit man gut zurechtkommt. Eine Auswahl an Wobblern halt. Und von der Fliege habe ich keine Ahnung, da muss man was sagen. Ja, genau. Also für einen Fliegenfischer eine 9-Fuß-Route, Klasse 9 bis 10. Was man mitnehmen sollte, sind verschiedene Schnüre, also leicht sinkende, etwas schneller sinkende Schwimmschnur kann man sich sparen. Von der Fliegenwahl hier für mich immer so ein To-Go-Fliege, wenn ich das Gewässer nicht kenne. Fire Tiger, ein bisschen Schockfarben, sowas. Was auch gut geht, ist hier eine Flashfly, eine Borselli Flashfly, die ist etwas kopflastig, die hat dann mehr so eine Jig-Wirkung oder auch Schockfarben, ne? Irgendwas Pinkes hier in dieser Art. Und für dich war ja... Ja, die sogenannte Stealthfly. Ja, ne? Die hat für dich ja den das großen stimmt. Fisch gebracht. Und ich habe die hier am Spirulino geangelt, also so ähnlich wie beim Forellenangeln. Ja. Spirulino auf die Schnur, Vorfach, Fluocarbon, dickes Fluocarbon, kurzes Stahl und dann die Fliege unten dran geknüpft. Und ihr seht, ihr habt es gesehen, das hat geknallt. Das war der Gamechanger, ne? Und vielleicht, wenn ihr dann fahrt, packt mal sowas ein. Bei mir hat es auf jeden Fall gewirkt. Und ja, dann seid ihr, glaube ich, auch mit dem Tackle ganz gut ausgestattet. So, liebe Leute, ich hoffe, wir konnten euch ein paar Infos über die Hechtangelei, über die exzellente Hechtangelei hier in Irland geben. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, uns richtig viel Spaß gemacht. Ich habe den größten Hecht in meiner letzten Zeit so gefangen. Also dafür hat es sich allein schon gelohnt für so einen großen Fisch. Und dann hoffen wir, dass ihr auch viel Spaß hattet bei diesem Video. Tut euch mal Irland an, es ist wirklich eine Reise wert. Ich bedanke mich bei dir, Markus. Gern geschehen. Also für mich auch, wie immer, tolles Erlebnis. Danke dir. Und ich hoffe, dass ich euch dann nächstes Jahr beide hier begrüßen kann. Es sollte nichts dazwischen kommen. Genau. Und wie nochmal gesagt, wir waren jetzt hier, wir haben im Norden gefischt, wir haben im Süden gefischt. Brexit ist gar kein Thema. Es ist ganz einfach, in den Grenzgebieten kannst du sowohl mit Euro als mit Pfund bezahlen. Ah, ja, also da kann man auch den Leuten die Angst ein bisschen nehmen. Ja. Gar kein Thema. Und tolles Angeln hier. Ich bin immer wieder begeistert. Irland hat jedes Mal, wenn ich hier bin, was Neues zu bieten. Ja. Und ich glaube, hier kann man noch 20 Mal hinfahren und entdeckt jedes Mal was Neues. Und für die Leute, die sich ein bisschen mit beschäftigen wollen, wir haben auch sehr detaillierte Führer. Einmal hier zum Hechtfischen und hier ist der Meeresangelführer. Ist auch alles digital auf unserer Webseite zu sehen. In der Videobeschreibung. Und dann hoffen wir mal, dass wir ein paar mehr deutsche Angler hier sehen in Zukunft. Genau, also es macht Spaß, probiert es aus. Ja. Und vielleicht sehen wir uns dann sogar in Irland. Wir hoffen, dass ihr Spaß hattet bei diesem Video und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschö, tschö. Bis zum nächsten Mal und Slán.